Cyberport präsentiert das Trackstore SurfTab Duo W2. Die Vorteile von 2-in-1 Geräten liegen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Hand. Hier trifft die Flexibilität eines Notebooks auf die Mobilität eines Tablets. Der deutsche Hersteller Trackstore ist schon vor einiger Zeit auf diesen Zug aufgesprungen und liefert mit dem SurfTab Duo W2 ein weiteres 2-in-1 Gerät der Einsteigerklasse. Auch bei diesem lässt sich die Tastatur vollständig abnehmen. Wir zeigen euch, was das Detachable sonst noch kann. Die technischen Daten. Das Tablet zusammen mit der Tastatur ist 19 cm lang, 29,9 cm breit und 1,9 cm hoch. Beide Komponenten wiegen insgesamt 1580 Gramm. Das Display hat eine Größe von 11,6 Zoll und löst mit 1920x1080 Pixeln auf. Für die Performance sorgt ein Intel Core M2-Kernprozessor mit jeweils bis zu 2 GHz Kerntakt. Unterstützend dazu stehen noch 4 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung. Der interne SSD-Speicher ist 64 GB groß. Erweiterbar ist dieser via MicroSD-Karte um bis zu 128 GB. Kurz nach dem Auspacken müssen wir feststellen, dass uns das Gerät einiges an Kraft abverlangt. Angefangen beim Gewicht. Das Tablet allein kommt mit einem überdurchschnittlich hohen Gewicht von fast 900 Gramm daher. Zusammen wiegen Tablet und Tastatur mehr als 1,5 Kilogramm, was für ein Convertible dieser Größe ganz schön schwer ist. Einer zweiten Kraftanstrengung bedarf es beim magnetischen Dock, welches beide Komponenten zusammenhält. Während das Andocken sehr schnell und einfach funktioniert, müssen wir beim Abdocken schon kräftiger ziehen. Auch das Scharnier begegnet uns beim Aufklappen mit ordentlich Widerstand. Mit einer Hand funktioniert das jedenfalls nicht. Ansonsten ist das SurfTab Duo ein sauber verarbeitetes 2-in-1 Gerät mit unauffälligem Design. Durch sein schwarzes Alugehäuse mit silbernen Kantenlinien wirkt das Gerät eher schlicht. Das stellt für uns aber keinen Negativpunkt dar. Die Tasten an Tablet und Tastatur verfügen zudem über einen guten Druckpunkt. Auffällig und negativ zu bewerten sind jedoch die großen Spaltmaße, in denen sich Schmutz ablagern kann. Alles in allem ein befriedigendes Ergebnis. Der Bildschirm ist 11,6 Zoll groß und löst in Full HD auf. Die Pixeldichte beträgt daher rund 190 ppi, was sowohl für ein Tablet als auch für ein Notebook ein gutes Ergebnis darstellt. Bilder und Texte werden also schön scharf angezeigt. Ebenfalls als gut zu bewerten ist die Blickwinkelstabilität. Ganz gleich welcher Betrachtungswinkel, die Farbwerte bleiben stets konstant. Lediglich die Helligkeit nimmt ein wenig ab, je schräger man auf den Bildschirm schaut, was aber nicht weiter tragisch ist. Zusammenfassend also ein gutes Ergebnis. Für die Performance ist ein Intel Core M-Dual-Core-Prozessor mit bis zu 2 GHz Kerntakt verantwortlich, wobei noch 4 GB Arbeitsspeicher unterstützend hinzukommen. Die aus dieser Konstellation resultierende Leistung ist für den alltäglichen Gebrauch vollkommen ausreichend. Mails schreiben, surfen und Videos schauen funktioniert demnach einwandfrei. Auch kleine 3D-Spiele sind durchaus möglich. Somit bietet das SurfTab Duo W2 eine vergleichbare Leistung wie ein Einsteiger-Notebook. Im Gegensatz zu diesem hat das Trackstore neben abnehmbarer Tastatur und Touchscreen jedoch noch einen anderen Vorteil. Die CPU ist nämlich stromsparend, sodass kaum Hitze entsteht. Demnach läuft das SurfTab Duo W2 ohne aktive Kühlung und bei alltäglicher Nutzung auch ohne störende Betriebsgeräusche. Sehr gut gemacht! Beim Betriebssystem handelt es sich um Windows 10 Home. Dieses läuft wie gewohnt flüssig und zuverlässig. Auf zusätzliche Software von Trackstore oder anderen Anbietern hat man übrigens weitestgehend verzichtet. Mehr als ein paar Apps wie NTV, Skype oder Photoshop Express sind daher nicht zu finden, was wir aber als angenehm empfinden. Daumen hoch! In Sachen Anschlussmöglichkeiten bestückt Trackstore das SurfTab Duo W2 vielfältig. Neben den drahtlosen Verbindungen wie WLAN und Bluetooth haben wir eine Menge weiterer Schnittstellen an Bord. So verfügt unser Testgerät über einen Kartenleser, einen Micro-USB-Anschluss, einen Micro-HDMI-Port und an der Tastatur befinden sich noch zwei weitere USB-Anschlüsse. Sehr gut! In Sachen Bedienung lässt sich das SurfTab entweder mit oder ohne Tastatur nutzen. Der Touchscreen des Tablets funktioniert einwandfrei. Das Touchpad der Tastatur hingegen ist nicht sonderlich gelungen. Es reagiert leider oft unpräzise und mit spürbaren Verzögerungen. Schade. Einen Pluspunkt gibt es aber für die Akkulaufzeit. Dank der stromsparenden Hardware und dem zusätzlichen Energiesparmodus erhält man bei alltäglicher Nutzung eine Akkulaufzeit von etwa 5 bis 6 Stunden. Bei zurückhaltender Nutzung hält das Trackstore Convertible auch 10 Stunden durch. Daumen hoch! Unser Fazit.
Das Trackstore SurfTab Duo W2 ist ein günstiges Windows-Convertible mit einer guten Hardware-Ausstattung und einer sehr guten Akkulaufzeit. Im Detail zeigen sich jedoch ein paar Schwächen, die nicht ganz unwesentlich sind. Dazu zählen das sehr hohe Gewicht, die großen Spaltmaße sowie das mangelhafte Touchpad. Wir geben abschließend 3,5 von 5 Cyberstars.